Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die folgende Sendung ist ein Business TV-Format in Kooperation mit der Lejeune Academy. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Brennpunkt Wirtschaft. Ja, die Corona-Krise ist weltweit unterwegs. Sie kennt keine Grenzen. Und Krise ist etwas, das macht Druck, das löst Not aus, Beschränkung, Leid, Verwirrung, Notstand, Knappheit, Ratlosigkeit. Und deshalb freue ich mich besonders, dass ich heute mit einem absoluten Wirtschaftsfachmann spreche, mit Professor Klaus Lutz. Sie sind Vorstandsvorsitzender der BayWa. Jetzt haben wir uns kurz gesiezt, aber das war nur die Anmoderation. Wir kennen uns seit fast 50 Jahren. Wir sind Freunde. Und ich freue mich jetzt, lieber Klaus, dass wir heute mal über diese Krise sprechen. Du bist jetzt mit deinem Team zusammen Chef eines Unternehmens, das auch für die Nahrungskette zuständig ist. Du hast 20.000 Menschen, die an deinen Lippen manchmal hängen, an dem ganzen Thema natürlich unglaublich auch befasst sind. Wie gehst du mit der Krise derzeit um? Das ist natürlich ein massiver Einschnitt, nicht nur operativ und beruflich und geschäftlich, sondern für jeden ja auch privat. Was wir gemacht haben, schon vor einigen Wochen, bevor es richtig losging, wir haben einen Krisenstab gegründet mit allen relevanten Funktionen, haben einen Plan erarbeitet, wie können wir der Krise Herr werden, soweit man das mit Bordmitteln und als Unternehmen überhaupt kann. Und heute ist es so, dass wir natürlich alle Sicherheitsmaßnahmen, alle Hygienevorschriften umsetzen, dass wir auch unser operatives Geschäft, sagen wir mal, auf ein Mindestmaß einerseits runterfahren, aber gleichzeitig, die BayWa ist ja ein systemrelevantes Unternehmen, wie du schon gesagt hast, wir sind zuständig auch für die Nahrungsmittelkette, wir sind zwischen dem Landwirten und den Kunden, also Brauereien, Melzereien, Mühlen, Ölmühlen bis hin eben zum Endkunden, je nachdem welches Geschäft wir anschauen, sind wir mittendrin und wir müssen alles tun, damit diese Kette nicht abbricht und deswegen dieser Krisenstab, dass wir auch für die Logistik sorgen und so weiter und so fort. Also es ist eine umfassende Herausforderung für jeden Einzelnen. Und es ist auch interessant, was wir jetzt erleben, weil viele Menschen, ca. 60% des Gesamtkonzerns weltweit, nicht nur in Deutschland, arbeiten von zu Hause. Homeoffice, das neue Stichwort sozusagen. Und in der BayWa Zentrale, wo ca. 1300 Menschen normalerweise arbeiten, sind 90% zu Hause. Und das ist nicht immer ganz einfach. Und wir lernen wirklich jeden Tag dazu in einer ganz extremen Situation. Dennoch wissen wir, dass wir Menschen, sicherlich du oder auch ich und viele Millionen Menschen in unserem Land, machen Kopfkino und haben viel Angst in sich selbst. Wie misst du denn so dieses Angstbarometer oder Thermometer im Unternehmen? Weil wir wissen heute alle, Angst ist ein schlechter Berater. Man muss also einfach versuchen, auch dahin zu gehen, wo die Angst ist. Man braucht auch mutige Schritte. Und darum ist es natürlich jetzt auch ganz, ganz wichtig, dass eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder die Menschen, die eben im Grunde ja, einfach nicht auf der Sonnenseite sind oder eben einfach Angst haben, dass sie vielleicht ihren Arbeitsplatz gefährden oder verlieren, dass man da auch irgendwie die Angst schon zwar spürt, aber auch etwas dagegen tut. Ich glaube, ganz wichtig ist Kommunikation. Und auch Authentizität. Wenn man was nicht weiß, dann muss man das auch sagen. Und wir haben alle für die Krise derzeit nicht wirklich eine Lösung. Und vor allem medizinisch gibt es ja keine Lösung. Es gibt keine Impfstoffe, es gibt zu wenig Tests. Und überall herrscht auch bei uns leider Mangel, obwohl es noch besser ist, wie zum Beispiel in Italien, Spanien oder Südafrika, wo wir auch engagiert sind. Also Kommunikation ist alles. Das heißt, ich mache zusammen mit meinen Kollegen ein sehr intensives Kommunikationsprogramm, auch von zu Hause aus. Wir senden Videos über die BayWa-App.
Wir haben unzählige Telefon- und Videokonferenzen, funktioniert nicht immer perfekt, ehrlich gesagt. Und für mich ist der Indikator Angst und wie gehen Menschen mit der Krisensituation um, die Rückmeldungen, die wir bekommen. Jeder kann auf Videos, auf irgendwelche Statements, die wir auch schriftlich abgeben und so weiter, Anweisungen, Erklärungen, Anleitungen, Leitlinien, die Mitarbeiter können auch reagieren. Und ich glaube, man kann Folgendes sagen. Erstens, die Menschen sind froh, dass sie überhaupt Leitlinien bekommen. Zweitens, also Rahmenbedingungen, was machen wir, ja, bis hin ins Persönliche rein. Ja. Der zweite Punkt ist, diese Leitlinien führen dazu, dass es dann auch sehr intensiven Telefonkontakt gibt, Nachfragen gibt, die Fragen müssen beantwortet werden. Wir bemühen uns, das zu tun, soweit es geht. Aber ich sage immer, wir fahren auf Sicht. Es kann jeden Tag wieder ein bisschen anders sein. Und der Krisenstab tagt auch jeden Tag. Wir haben jetzt sehr viele Rückmeldungen bekommen, wo Menschen anonym, ohne dass ich das weiß, und das werde ich auch nicht erfahren, das ist auch gut so, Fragen stellen bis in die Privatsphäre hinein. Wie gehe ich mit einer Situation um? Meine Frau ist zu Hause, ich bin zu Hause, die Kinder sind zu Hause. Auch durchaus kritische Geschichten. Und deswegen haben wir mit einem Unternehmen, das sich auf die Telefonberatung von Krisensituationen spezialisiert hat, die Firma heißt PME, eine Hotline geschaltet und an dieser Hotline können sich die Mitarbeiter entweder schlicht ausweinen, sich einen Rat holen, ihre Sorgen, ihre Bedürfnisse entsprechend kommunizieren und werden dann im Rahmen des Möglichen telefonisch beraten. Und wir haben ein Helpdesk 24 eingesetzt, wo Mitarbeiter sich per Mail melden, mit Fragen, mit Sorgen, mit Ängsten, mit Nöten. Und wir versuchen, das mit einem relativ großen Team zu beantworten. Und was für mich auch wichtig ist, also nicht nur jetzt das hier bei uns zu Hause, sondern die Internationalität, wir sind in der ganzen Welt tätig. Und ich sage, die Situation jetzt, teilweise von zu Hause arbeiten und immer am Telefon sitzend, ist wahnsinnig anstrengend für mich. Ehrlich gesagt, weil ich permanent auch internationale Anrufe tätige, um zu hören, wie geht's vor Ort. Ich kann den Menschen vielleicht nicht unmittelbar helfen, aber zumindest ein Ohr anbieten, dass sie ihre Sorgen und ihre Nöte, also auch Management insbesondere, Geschäftsführer, Vorstände und so weiter, dass ich für ihre Nöte ein Ohr habe und dann vielleicht einen Rat geben kann. Und also insofern, glaube ich, sind wir relativ nah an den Menschen dran, obwohl alles virtuell läuft. Mhm. Nun kenne ich dich ja, du bist ja ein sehr emotionaler Mensch, du bist sehr empathisch gesteuert. Wie gehst denn du mit diesen Ängsten in der Krise um? Also ich persönlich versuche, das Beste aus der Situation zu machen. Und für mich ist das Allerwichtigste, jetzt in meiner Funktion als Vorstandschef der BayWa, dem BayWa-Konzern, diesem globalen Konzern, durch diese schwierige Situation zu navigieren. Das ist für mich das Allerwichtigste. Und hier ist das Wichtigste, dass sich die Menschen einigermaßen wohlfühlen. Ich persönlich habe komischerweise überhaupt keine große Angst oder Sorgen. Sorgen natürlich, ja, was passiert, wenn die Pandemie noch schlimmer wird? Wie gehen wir damit um? Und es gibt ja einige Länder, USA zum Beispiel, die hat es wirklich mit totaler Wucht getroffen. Aber ich kann vermelden, intern bei uns geht es noch einigermaßen. Wir haben relativ wenig Infizierte weltweit und auch relativ wenig Infizierte hier bei uns zu Hause. Und Gott sei Dank müssen wir nicht ein Todesopfer beklagen. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine Pandemie und es hat uns ganz, ganz hart getroffen. Aber es ist nicht das erste Mal in der Geschichte der Menschheit. Und bisher, und daran mache ich mich fest, halte ich mich fest sozusagen, sind die Menschen aus so einer dramatischen Krise auch gestärkt hervorgegangen mit neuen Ideen, neuen Konzepten. Man muss über unser Zusammenleben sicher nachdenken, über die Frage, wie setzen wir die neuen sozialen Medien, die neuen Technologien ein, künstliche Intelligenz und all diese Dinge. Also ich versuche schon, mir Lösungen zu überlegen, was heißt das eigentlich für uns und was heißt das vor allem für die BayWa. Jetzt glaube ich, auch die BayWa ist so ein menschliches Unternehmen, trotz der Größe. Jetzt haben wir ja so ein bisschen die Digitalisierung, die ist ja jetzt, sagen wir mal, das Transportmittel, dass man eben einfach sich über Skype sehen kann.
dass man eben einfach digital miteinander kommunizieren kann. Aber man merkt einfach, die Gespräche in einer Krise, und wir haben eine echte, richtige Krise, und das darf man nicht unterschätzen. Die Krise kann, bis jetzt geht es bis 19.04., dann kommt der bayerische Ministerpräsident, der einen guten Job macht derzeit, der dann sagt, okay, dann gibt es ein neues Announcement, das kann so oder so ausschauen. Aber dennoch ist es so, die Digitalisierung hilft und jetzt einfach auch, dass man zu den älteren Menschen kommunizieren kann. Man lernt vielleicht dem Vater, der Mutter, lernt man irgendwie, wie man skypt. Also das ist ja etwas sehr, sehr Schönes. Aber lass uns mal ein bisschen zu der Informationspolitik kommen. Also wir hängen ja alle momentan vor den Fernsehern, vor seinem iPhone, vom iPad. Wir kriegen einfach, ich sage jetzt mal ganz hart gesagt, die Todesolympiade. Italien hat 10.000 Tote, wir nur 400. Oh, stimmt das? Ist da irgendwas los? Das heißt, die Informationstechnologie macht auch Ängste. Jetzt muss man natürlich filtrieren, was ist da wahr, was ist nicht wahr. Das heißt, man kommt auch ganz toll in Gespräche rein. Und das ist ja auch bei dir so. Du sprichst ja mit Psychologen, du sprichst mit Theologen, du sprichst mit Philosophen, du sprichst mit vielen, mit vielen unterschiedlichen Menschen. Das ist ja auch wichtig, dass man jetzt auch die Informationen, die übers Fernsehen kommt oder über die neuen Medien, dass man die auch filtert. Wie machst du das? Also zunächst mal, glaube ich, ist 24 Stunden permanent informiert zu werden eher gefährlich. In meinem Büro habe ich CNBC, Bloomberg, weil wir börsennotiert sind, und NTV, mehr für die lokalen Nachrichten. Und alle paar Minuten kommt irgendeine Nachricht zum Thema Crisis und Corona-Crisis und das Virus schlägt zu und so weiter. Und es sind teilweise auch sich widersprechende Nachrichten. Und das geht ja munter weiter dann in den sozialen Medien, das geht in den Online-Services und überall ist das natürlich das Top-Thema. Ich glaube, es wird Folgendes passieren. Zunächst sind die Leute, die Menschen, wir Menschen, besorgt. Dann sind wir ein Stück weit verwirrt, weil auch die Fachleute nicht wirklich Lösungen und Erklärungen anbieten können. Die lernen auch jeden Tag dazu. Virologen, alle paar Tage gibt es neue Erkenntnisse. Ist auch gut so. Die muss man auch kommunizieren und dann hoffe ich in Therapien und in entsprechende Mittel umsetzen. Aber gleichzeitig kommt es dann nach meiner Überzeugung irgendwann zu einer Abstumpfung und zu, einer, zu so einem Gewohnheitseffekt, dass man vielleicht auch wieder ein Stück weit nachlässiger wird. Das werden wir beobachten in den nächsten paar Wochen. Ich glaube nur, dass wir das jetzt über viele Wochen oder gar Monate in der Form, wie es jetzt läuft, dass wir das nicht durchhalten können. Weder wirtschaftlich, noch menschlich, noch psychologisch, noch auch ethisch in gewisser Weise. Da stellen sich wahnsinnig viele Fragen. Wie filtert man die Nachrichten raus? Ja, bei uns ist es halt so, wenn man weltweit tätig ist und dann auch mit dem Management international spricht und telefoniert und Videokonferenzen und so weiter hat, dann kriegt man halt schon mit, wie ist denn die Stimmung vor Ort, was bedeutet das, wie sind die Leute drauf und kann man die Nachrichten aus den unterschiedlichsten Regionen glauben. Und ich habe zum Beispiel schon meine Zweifel, was so aus China kommt. China ist für unsere Kollegen in Neuseeland ein wahnsinnig wichtiger Exportmarkt. Dem blieb ja gar nichts anderes übrig, als jetzt wieder die Wirtschaft anzuwerfen, um auch soziale Verwerfungen zu vermeiden. USA hat sowas von brutal getroffen. New York ist für uns ja auch wichtig, für Roadshows und so weiter, als börsennotiertes Unternehmen, geradezu unglaublich. Und jetzt Südafrika. In Südafrika gibt es kaum eine medizinische Versorgung, jedenfalls nicht annähernd vergleichbar mit der doch an sich sehr guten Versorgung bei uns hier zu Hause. Und da wird die Todesquote nach meiner Überzeugung wahnsinnig nach oben gehen. Und was wirklich immer stimmt und richtig ist, tja, das hängt vielleicht auch ein bisschen mit der eigenen Erfahrung zusammen, Lebenserfahrung, aber vor allem auch, was hat man selber für individuelle Informationsquellen, die man nutzt. Sich nur aufs Internet zu verlassen, ist gefährlich. Es gibt wahnsinnig viel Fake News. Es wird alles Mögliche an Unsinn dort auch verzapft von verantwortungslosen Gesellen, die dann auch die Verunsicherung, die Panik oder Angst bei Menschen eher noch schüren. Und das kann man ja nicht unterstützen. Wie findest du denn die Informationspolitik unserer bayerischen Regierung? Wie findest du den Ministerpräsidenten, die Gesundheitsministerin und zum Beispiel den Wirtschaftsminister? Also ich finde, dass die bayerische Staatsregierung wirklich einen guten Job macht. Am Anfang war ich auch skeptisch,
ob diese Maßnahmen wirklich sinnvoll sind. Aber du hast ja auch gesagt, ich habe sehr viel Kontakt mit Medizinern. Das ist richtig. Und da war ganz klar, Social Distancing, also die Distanz zwischen Menschen, ist wahnsinnig wichtig, um die Übertragung von dem Virus zu unterbinden oder einzudämmen und dass es nicht so schnell geht, damit wir die Kapazitäten in der medizinischen Versorgung nicht überstrapazieren oder an Grenzen kommen, die wirklich gefährlich sind. Der Herr Ministerpräsident Söder hat das aus meiner Sicht als Vorreiter richtig gemacht. Er wurde ja sofort daraufhin kritisiert. Immer der, der tut und der was macht, wird kritisiert, weil es nicht abgestimmt war mit Bund und mit den anderen Ländern. Aber man darf nicht vergessen, wir haben eine völlig andere Situation in Bayern als zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein. Durch die oder Grenzen, durch die Grenze, Italien, ja. Österreich, Südtirol und so weiter. Also da musste agiert werden, das hat er sehr gut gemacht. Ich bin der Auffassung, er zeigt hier wirklich Führungsqualitäten und auch den richtigen Führungsstil. Er kommuniziert auch richtig im Fernsehen und über alle Medien. Der Wirtschaftsminister ist sehr loyal, obwohl von einer anderen Partei. Aber ich glaube, hier steht das Ziel, das Problem, die Problemlösung oder zumindest Eindämmung des Problems im Vordergrund. Und die Gesundheitsministerin ist mehr sozusagen die Umsetzerin, habe ich so ein bisschen jetzt aus der Distanz heraus den Eindruck. Aber was relativ bald kommen muss, wie ich vorher schon erwähnte, ich glaube, wir halten das nicht ewig durch, ist eine Idee, eine Vision, was kann passieren und was wird möglicherweise passieren in den nächsten paar Wochen. Und wie gehen wir auch wirtschaftlich mit der Situation um? Natürlich ist der Schutz von Leben und Gesundheit hat absolute Priorität und geht vor Wirtschaft. Aber ganz ohne Wirtschaften wird es auch nicht gehen, Leben und Gesundheit zu schützen. Und ich warne davor, den Eindruck zu erwecken, dass der Staat, und damit meine ich jetzt den Bund, sehr löblich, was hier gemacht wird, gar keine Frage, mit diesen Rettungsschirmen und KfW-Darlehen, all diese Möglichkeiten, diese 155 Milliarden, die hier aufgerufen sind, das ist einerseits löblich, aber man darf nicht den Eindruck erwecken, der Staat finanziert die Wirtschaft komplett, es wird keine großen Auswirkungen haben und der Staat wird schon richten, weil das muss alles erwirtschaftet werden, was jetzt an Schutzschirmen zur Verfügung gestellt wird. Und wo ich sehr, sehr enttäuscht bin, also gute Note für die bayerische Staatsregierung, eine, sagen wir mal, befriedigende Note für die Bundesregierung, und wo ich sehr enttäuscht bin, ist das Krisenmanagement der Europäischen Union. Europa steht hier, man kann es gar nicht anders sagen, vor einer, also wenn man es positiv formuliert, Herausforderung, und andere sagen ja auch vor einem Zerfall. Die Zerfallserscheinungen ist eine Zerreißprobe. Jedes Land schaut jetzt für sich. Ja. Genau, wie es schlimmer nicht sein kann. Ja. Jeder schaut auf sich. Und manche Populisten, wenn ich an Ungarn denke, wenn ich an Polen denke, nutzen das natürlich auch schamlos aus, um ihre eigene Machtposition im jeweiligen Land massiv zu stärken. Und das hat mit der Idee der europäischen Integration und auch unserer Grundwerte nicht sehr viel zu tun. Allerdings muss ich sagen, Italien haben wir schon auch im Stich gelassen. Und das sind unsere europäischen Landsleute, wenn ich das so sagen darf, die am härtesten derzeit am härtesten betroffen sind. Ja. Das macht mich sehr, sehr traurig, weil ich ein großer Italien-Fan bin. Aber lass uns mal so ein bisschen mal stärker in die Wirtschaft reinschauen. Also Gastronomie geschlossen, viele kleine Unternehmen sind jetzt bereits in größten Schwierigkeiten. Mieten können nicht mehr bezahlt werden. Also die Not rückt immer näher. Die rückt immer, immer näher. Das heißt, es wird sicherlich, so Gott will, wenn die Krise hoffentlich bald vorbei sein wird oder langsam vorbei sein wird, wird es ein ganz anderes Wirtschaftsleben geben, weltweit. Ja, und wie wir wissen, Corona ist ein weltweiter Virus, der hält also nicht an der Grenze, der fliegt also wesentlich schneller wie jede Airline. Also das heißt, die Wirtschaft hat momentan keinen Airbag. Ja? Jetzt mal du als absoluter Wirtschaftsprofi, was sagst du diesen Leuten? Also sprechen wir mal, bleiben wir mal bei uns, dieses wunderschöne Gasthaus am Tegernsee, ja? Gut Kaltenbrunn, geschlossen. Ja? Riesige Miete vermutlich, ja? Dann Stammhaus Käfer geschlossen, ja? Dann eben einfach gewisse kleine Restaurants geschlossen, unser Stammitaliener geschlossen, der eben sich irgendwie versucht mit Essen to go
über Wasser zu halten. Aber da macht der Mann mit Umsätze 35 Euro pro Tag. Also die Not rückt immer näher. Und jetzt frage ich dich auch mal, ich habe schon das Gefühl, dass momentan die Politik auch bei uns noch immer in einem guten Modus ist. Ja, und wir müssen das, wir müssen alles verlängern und so. Aber irgendwann geht Verlängern nicht mehr. Irgendwann wird die Wirtschaft mehr, ich sage es mal ganz hart, mehr Todesopfer kosten, als man glaubt. Ich erinnere nur an die Finanzkrise, da haben sich Tausende von Menschen umgebracht, Suizid begann. Ja? Also das heißt, wir haben eine Not, die stündlich und täglich immer, immer näher rückt. Was sagst du diesen Menschen? Was sagst du jetzt als Chef eines Konzerns? Ja, also viele deiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sagen, Mensch, ich baue auf den Klaus Lutz, er ist ein Mensch. Aber dennoch ist also, die Wahrheit liegt im Detail. Die Wahrheit liegt absolut im Detail und man kann kein Übermenschliches leisten. Aber eines jetzt für uns, zunächst komme ich ja von der BayWa. Der erste Punkt ist, wir werden unseren Verpflichtungen nachkommen. Wir werden auch unsere Mieten zahlen im Gegensatz zu anderen. Wir haben ja hier ein großes Mietprojekt mit Raiffeisenbanken, mit Genossenschaftsbanken vor einigen Jahren initiiert. Darf ich mal kurz unterbrechen? Ja? Wie wichtig ist da der Gedanke der Genossen? Da würde ich gerne gleich drauf kommen, Erich. Kameradschaftlich, ritterlich, etc. Okay, genau, da kommen wir ja her. Das ist ja auch, glaube ich, eine Stärke und da können wir alle davon profitieren und auch lernen. Also wir kommen unseren, das ist mir ganz wichtig, dass das auch die Zuseher mitnehmen sozusagen aus unserem Gespräch. Wir kommen unseren Verpflichtungen nach. Wir werden auch unsere Mieten bezahlen. Wenn Unternehmen einfach mir nichts, dir nichts, und ich will niemandem was Böses unterstellen, aber mir nichts, dir nichts, die Mietzahlungen einstellen, einfach so, und vor kurzem sind noch Milliarden Gewinne verbucht worden. Du meinst die Firma mit den drei Streifen? Will ich nicht näher darauf eingehen, aber dann plötzlich Mieten nicht mehr bezahlt werden. Gut, das wird jetzt korrigiert oder wurde korrigiert, aber überhaupt auf diese Idee zu kommen, ist für mich absolut asozial. Da braucht man gar nicht drüber reden. Demotivierend hoch. Demotivierend, asozial und nicht unbedingt auch sozusagen visionär im Sinne von, wie kriegen wir die Krise gemeinsam gemeistert. Und da sind wir bei dem Begriff, der dir auch sehr am Herzen liegt, nämlich der Solidarität. Ja. So, und was ist Solidarität? Und ich glaube, dass wir Deutsche jetzt von Folgen profitieren, von der sozialen Marktwirtschaft, die immer in den letzten Jahren, habe ich den Eindruck, kleingeredet wurde oder sie wurde negiert, indem man nur von Neoliberalismus, Turbokapitalismus und ähnlichen Dingen gesprochen hat. Das haben wir in Deutschland in der Form sicher nicht. Wenn jemand wissen will, was das ist, soll er bitte nach China gehen, dann weiß er, was Turbokapitalismus bedeutet. Oder jetzt nach USA. Solche Sicherungssysteme, wie wir sie haben, das ist was anderes, die soziale Marktwirtschaft und auch die Politik der letzten Jahre, die vorsichtige Finanzpolitik, hilft uns, dass wir jetzt einen Fonds, dass die Bundesregierung einen Fonds auflegen kann von 155 Milliarden und auch die bayerische Staatsregierung entsprechende Fonds auflegt, um der Wirtschaft zu helfen. Aber der Teufel, wie du sagst, steckt im Detail. Wo wir auch herkommen, ist Solidarität deswegen so wichtig, weil das Genossenschaftswesen ist ja nichts anderes als Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstverantwortung, sich selber ein Stück weit gemeinsam zu helfen. Das ist gelebte Solidarität. Und warum Genossenschaft so stark ist? Genossenschaft ist entstanden aus einer Krise, da sprechen wir gleich drüber. Liebe Zuschauer, wir sind wieder zurück. Mein heutiger Gast, Professor Klaus Lutz. Genossenschaft ist ja auch etwas, was mit Freundschaft zu tun hat. Beschreib doch mal, warum gerade die Genossenschaft in einer solchen krisenbehafteten Zeit, ich sage jetzt mal, fast ist wie Medizin ohne negative Nebenwirkungen. Also, es ist sehr nett, was du über die Genossenschaften sagst, aber es ist gelebte Solidarität und es ist Hilfe zur Selbsthilfe. Das war die Grundidee von Schulze-Delitzsch, mehr für den gewerblichen Bereich und für den ländlichen Raum, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts alles getan haben, um die soziale Not der
Handwerker, der Arbeiter, der Gewerblichen und auch der Landwirte zu minimieren oder die Probleme zu lösen. Und daraus ist eine richtige, riesige Organisation geworden. Heute alleine im Warengeschäft, ich lasse die Banken mal außen vor, machen wir so gut 65 Milliarden Euro nur im genossenschaftlichen Agrarumfeld, also was beim Deutschen Raiffeisenverband gebündelt wird, Umsatz. Ja. Und das ist schon eine Größenordnung und es hängen Zehntausende von Arbeitsplätzen letztlich auch von dieser Organisation ab. Aber die Idee dahinter ist Solidarität. Und das stelle ich schon fest, dass wir nach anfänglichen Schwierigkeiten, auch dieser Generationenkonflikt, wo die jungen Leute ihre Corona-Party sozusagen abgehalten haben und die Alten sind alleine betroffen, das fand ich schrecklich. Die Botschaft war katastrophal, unsolidarisch und vor allem an der Grenze der Kriminalität nebenbei bemerkt. Da sehe ich jetzt aber eine Veränderung. Ich sehe eine Veränderung im Verhalten der Menschen zueinander. Ich sehe, wie junge Leute auch solidarisch sind und helfen wollen. Ich sehe es bei meiner Mutter, wo eine Nachbarin ein Schild an die Tür gemalt hat. Liebe Frau Lutz, wenn Sie ein Problem haben, rufen Sie mich an. Natürlich sind wir auch nah an ihr dran, aber sie ist jetzt momentan alleine in der Wohnung und wird mit Nahrungsmitteln und so weiter versorgt. Also da hat sich jetzt in den letzten zwei, drei Wochen Gott sei Dank was verändert. Und es sind ja auch junge Leute leider betroffen. Es gibt ja auch Todesfälle, die zu beklagen sind von jungen oder jüngeren Menschen. Und diese Solidarität, die man jetzt mehr und mehr sieht, führt ja auch zu Folgendem. Erstens, das genossenschaftliche Gedankengut ist nicht altmodisch und der alte Hut, sondern sehr modern. Zweiter Punkt ist, du hast Gaststätten angesprochen. Mir ist schon klar, dass die nicht die Umsätze von vor der Krise machen können. Aber es beeindruckt mich sehr, wie viele gerade Kleinbetriebe und Kleingewerbetreibende versuchen, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen und machen ganz interessante Dinge, wie zum Beispiel ein Fitnesscenter, das ich ganz gut kenne. Da wird jetzt jeden Abend, wer Zeit und Lust hat, der kann sich einloggen und es wird live übers Internet übertragen, wie der Trainer die Übungen und so weiter macht. Und dann kann man zu Hause mitmachen und man bezahlt dafür natürlich auch. Und so versucht man sich so ein Stück weit über Wasser zu halten. Das geht aber leider nicht für alle. Darum sind diese Hilfsfonds zunächst einmal so wahnsinnig wichtig. Aber das kann nur eine Brückenhilfe, eine Überbrückung der Not sein. Und dann müssen wir Mittel und Wege finden, wie wir wieder zu wirtschaften anfangen. Und dazu brauche ich Klarheit, wie weit ist die Immunisierung in unserer Bevölkerung. Dazu brauche ich Tests. Und an diesen ganzen Tests und Laborthemen muss mit Hochdruck gearbeitet werden. Und es braucht auch die Motivation. Also ich merke das jetzt an unserer Akademie, also bei uns steht das Telefon nicht still, die Leute wollen jetzt mit uns reden. Also Motivation ist ja auch etwas, was von innen rauskommt. Jetzt, was ja ganz spannend ist, wie gesagt, wir kennen uns so lange, ich kenne dich aus der Zeit, wo du im Schwarzwald gearbeitet hast. Ich kenne dich aus der Zeit, wo du Chef einer großen Druckanstalt warst, sage ich mal. Ich kenne dich natürlich als Chef, wo du auch mal in der Schweiz gearbeitet hast. Und ich kenne dich natürlich auch als Geschäftsführer vom Süddeutschen Verlag. Du warst ja, viele haben gesagt, der Lutz ist ja ein harter Hund. Ja, du warst ja ein richtiger Troubleshooter. Jetzt bist du ja auch ein Genosse. Wie ist es, diese beiden Welten, die du da in dir vereinst? Wie wichtig sind die jetzt gerade? Also jetzt bin ich ja über 12 Jahre bei der BayBa und habe das genossenschaftliche Leben kennengelernt. Und das ist nicht ganz so anders wie sonst auch. Ich meine, die Eigentümer, die wollen Dividende sehen und der Wert des Unternehmens muss gesteigert werden. Aber am Ende gibt es halt auch institutionell Solidarität wie diverse Hilfsfonds für die Banken, auch für das Warengeschäft. Das ist über viele Jahrzehnte aufgebaut worden, mit entsprechend Liquidität auch versorgt, dass man sich ganz konkret auch wirtschaftlich helfen kann im genossenschaftlichen Umfeld. Und wenn man natürlich als Sanierer so lange gearbeitet hat in 7 verschiedenen Branchen wie ich, hast du Gott sei Dank auch einen Erfahrungsschatz, den man jetzt nutzen kann. Und das Stichwort Motivation ist deswegen so wichtig, weil die Menschen wollen jetzt bald eine Perspektive sehen. Ja. Krise heißt ja immer, okay, ich habe verstanden, wir haben ein Problem. Ich gehe auch mit euch, mit dir, mit ihnen, je nachdem, durch ein Tal der Tränen. Aber du musst mir dann bitte auch zeigen
und skizzieren, was kommt nach diesem Tal der Tränen? Wo ist sozusagen der Silberstreifen am Horizont? Das ist das Entscheidende. Und da, glaube ich, werden wir uns in Unternehmen, das hat jetzt nicht nur was mit dabei war zu tun, und daraus können wir Motivation und Zukunftshoffnung schöpfen. Wir werden uns mit neuen Geschäftsmodellen beschäftigen. Wir werden uns mit einer sinnvollen Veränderung der Arbeitsabläufe auseinandersetzen müssen. Also Homeoffice alleine ist sicher nicht die Lösung, sondern es ist ein Additiv. Es ist etwas, was man zusätzlich machen kann. Aber ich finde zum Beispiel, dass wir gerade die Erfahrung machen, dass das menschliche, das persönliche Gespräch miteinander nicht zu ersetzen ist. So geht es mir jedenfalls. Du kannst nämlich über so eine Videokonferenz keine Emotionen rüberbringen. Ja? Oder wenn man sich mal aufregt, vielleicht auch mal künstlich, kommt es nicht immer authentisch an, sondern da sagt man dann vielleicht, was will der Alte, jetzt regt er sich wieder auf. Aber es kommt nichts rüber. Die Gefühle, die bleiben sozusagen im System, stecken. Krise, also wenn wir aus der Krise rauskommen, und das ist das, wo ich den Politikern also schon, wo ich die Politiker bitte, auch unseren bayerischen Ministerpräsidenten, dass er jetzt irgendwann auch mal so ein bisschen auch sich Gedanken macht über die Hoffnung. Denn ohne Hoffnung werden wir, wenn es noch viel länger geht als zum 19. April, werden wir ganz schlimme Verhältnisse haben. Die Menschen werden sich nicht mehr einsperren lassen. Die Menschen werden sagen, dann gehe ich eben raus. Ja? Also es wird kommen. Also ich bin mir sicher, dass es so kommen würde. Also wichtig ist, lass uns mal reden, wie sieht denn die Welt aus, wenn jetzt die Hoffnung so ein bisschen mehr Spielraum bekommt. Also die Aussicht, Chance, Erwartung, Lichtblick, Optimismus. Und vor allen Dingen, wie wichtig ist denn das, dass wir einfach sagen, die Krise hat einen Gewinner, das ist, wir wollen den Menschen mehr spüren, wir wollen das Gefühl mehr spüren, wir wollen Menschen haben, die bereit sind, Begeisterungsfähigkeit zu zeigen, die sagen, her mit dem Klavier, jetzt haben wir das geschafft. Und ich glaube, da steckt auch in uns Deutschen sehr viel Kraft drin, dass wir sagen, gemeinsam packen wir jetzt an, gemeinsam gehen wir Schulter an Schulter, Hand in Hand. Und ich glaube, das ist wichtig. Und Hoffnung fördert immer Ermutigung. Und wir brauchen Mut. Wir brauchen Mut. Und Mut heißt auch, mach und tu. Wie siehst du das? Also wir brauchen ja irgendwie ein Programm nach der Krise. Und die Bayer wird nicht mehr die gleiche Bayer sein wie vorher. Und auch die bayerische Staatsregierung wird nicht die gleiche sein. Oder auch meine Akademie wird nicht mehr die gleiche sein. Sondern wir müssen einfach aus der Krise heraus gestärkt jetzt menschlicher werden. Also ich glaube, der Mensch wird der Gewinner sein in der Krise, nach der Krise. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das so ist. Nichtsdestotrotz, ich glaube, man muss kaskadenartig denken. Zunächst mal, Aufgabe der Politik ist es, ein Konzept zu entwickeln für die Zeit danach. Und ich fürchte, es ist nicht wirklich die Zeit danach. Im Sinne von der Virus, das Virus, der Bayer sagt, der Aber Virus. Aber ist denn, spürst du da was? Wenn du kennst den Minister, ich kenne ihn persönlich, spürst du da was? Spürst du da was? Wir brauchen jetzt aber, oder wenn ich den Herrn Wieler sehe vom Robert-Koch-Institut, ein solcher Langweiler, ja, der nur die toten Zahlen jeden Tag serviert und dann noch mal Infizierte, mag ja alles so sein, aber dann sitzt er mit einer schwarzen Krawatte dort und denke mal, der bespricht seine eigene Beerdigung. Ja. Also das ist nicht okay. Man braucht auch Motivation, selbst in schlimmsten Zeiten. Ja, richtig. Trotzdem, man muss kaskadenartig vorgehen, die Politik. Und ob jetzt Herr Söder für Bayern, aber natürlich auch der Bund, die Frau Bundeskanzlerin, ich meine, sie ist unsere Bundeskanzlerin. Die ist momentan auf Tauchstation. Und gibt ab und zu Statements ab, die sind auch vernünftig. Ja? Aber was jetzt kommen muss, sind auch emotionale Statements von der Politik. Können die Politiker Motivation? Können die das? Also es gibt Politiker, die das können. Also ich sagen wir mal 10. Da müsste ich sehr stark in die Geschichte zurückgehen. Da müsstest du in die Politik gehen. Nein, Herrn Söder traue ich das zu, wirklich. Herr Söder kann das. Und wir sind jetzt... Jetzt auch nach Nürnberg. Wenn das das Tal der Tränen ist, dann sind wir vielleicht jetzt erst mal ganz unten angekommen. Und jetzt ein Konzept zu entwickeln, ist wirklich auch für die Politik deswegen nicht sehr
leicht, weil es ein richtiges Danach der Krise nicht geben wird, nach meiner Überzeugung. Es sei denn, man findet einen Impfstoff und wir sind alle immunisiert, haben alle Antikörper und alles ist wunderbar und wir warten auf das nächste Virus. So einfach ist es natürlich nicht, sondern es ist dann eine Chancen-Risiko-Abwägung, auch im Hinblick auf die Gesundheit der Menschen. Und momentan ist das, glaube ich, noch ein Stück zu früh, weil man nicht wirklich weiß, wann kann man diese Maßnahmen lockern. Ich bin der Überzeugung, man hat nicht sehr viel Zeit. Man hat nicht sehr viel Möglichkeiten, Alternativen mal durchzudenken, wie so ein Think Tank, der alle möglichen Varianten... Ja, aber du sagst ja auch, man hat nicht viel Zeit. Aber ich bleibe dabei, wenn nach dem 19.04. noch mal verlängert würde... Also was nicht passieren darf, dann ist die Wirtschaft ja leider auch verstorben. Ja, also das ist ganz gefährlich. Das ist ein ganz gefährlicher Punkt. Ja. Das ist eine ganz dünne Gratwanderung. Man darf sich nicht hinstellen und sagen, Krise ist überwunden, jetzt legen wir wieder los. Sondern die Krise ist eingedämmt. Das Virus ist immer noch da. Das werden wir bis dahin nicht ausradieren können, wenn ich richtig informiert bin. Es wird nicht so schnell Impfstoffe geben. Aber wir müssen die Maschine wieder anwerfen, um auch dieses um das Gesundheitssystem mit Liquidität zu versorgen, sonst wird es wirklich ganz schlimm. Und was nicht passieren darf, ist, was wir jetzt am Wochenende gesehen haben in Palermo in Süditalien, wo die ersten Aufruhraktionen sind, so etwas Ähnliches gab es in Südfrankreich, habe ich gelesen, Spanien, weiß ich jetzt noch nicht, aber das sind Tendenzen, die können relativ schnell, wie das Virus selber, auch unser Land infizieren, im Sinne von, mir ist es wurscht, was hier vorgegeben ist, mir ist es egal, welche Restriktionen ich habe, ich gehe in den Supermarkt, bediene mich und gehe nach Hause. Und so war das gerade in Palermo. Da muss man jetzt Visionen für die Menschen entwickeln. Und dazu gehört Ehrlichkeit. Man darf nicht sagen, die Krise ist jetzt beendet, wir drücken auf den Knopf, alles ist gut. So wird es nicht sein, sondern man muss den Menschen erklären, und das ist zunächst eine politische Aufgabe, die Krise ist abgeflacht. Es ist uns gelungen, und es wurde auch als Ziel vorgegeben, die Infektion etwas rauszuzögern bei der Bevölkerung. Ob das dann wirklich 70% sind, weiß ich nicht. Dafür gibt es Virologen und Mediziner, die können das beurteilen. Auf jeden Fall, dass wir unser Gesundheitssystem nicht komplett in die Luft sprengen, so wie das jetzt in Italien oder in Spanien und offensichtlich in USA, in New York ja schon der Fall ist. Der Ansatz ist ja vernünftig, aber dann müssen wir das System wieder hochfahren. Und wir können nicht vom Staat alles auf Dauer finanzieren. Es geht nicht. Es muss ja erwirtschaftet werden. Es ist ein Trugschluss und es ist auch sehr gefährlich, diesen Eindruck zu vermitteln. Also wir brauchen sozusagen den Mut, in einer abgeflachten Krise wieder zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass der Schornstein raucht, weil sonst wird es auch für die Schwächsten und für die Kranken, sonst wird es wirklich zappenduster. Und so beginnt das oben in der Politik und muss runtergebrochen werden auch auf die einzelnen operativen Themen, auf die Unternehmen. Und wir arbeiten da, ich habe eine Gruppe eingesetzt in der BayWa, die sich eben schon mit Zukunftsfragen beschäftigt. Welche Konsequenzen könnte das haben? Und ich habe auch die Kollegen gebeten, unter Leitung einer Dame steht übrigens diese Gruppe, verschiedene Szenarien zu durchdenken. Da mag auch viel Unsinn dabei sein. Also Worst-Case-Szenarien. Worst-Case, Normal-Case und Best-Case natürlich. Aber welche Rolle spielt die künstliche Intelligenz in der Zukunft? Was bedeutet die Digitalisierung in dem Zusammenhang? Und welche Rolle spielt die Motivation? Ganz wichtig. Ja, und ohne Motivation gibt es sowieso alles nicht. Aber jetzt war ich mal dabei, vor der Krise waren schon in etwa 20 Millionen Menschen bei Ärzten wegen Angst. Ich tippe jetzt, dass mindestens 60 Millionen Menschen derzeit in Deutschland Angst haben. Angst, weil sie eben einfach die Hoffnung noch nicht sehen. Also was macht der Schuster, der bei uns in Bogenhausen die Schuhe doppelt und der eben seit 3 Wochen oder keinen einzigen Auftrag hat, ja? Und wo die Frau sagt, ja, jetzt bist du schon immer daheim und das was macht. Also das sind ja schon auch Sorgenpakete, da braucht es Menschlichkeit. Und ich glaube, auch die Politiker können einfach auch die Sprache mal ein bisschen mehr in Richtung Motivation lenken, in Richtung Hoffnung. Und zwar nicht Hoffnung um jeden Preis, aber wo man einfach mal sagt,
Ich wünsche Ihnen, dass Sie gesund bleiben. Oder ich wünsche Ihnen, liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, ich fände es wunderschön, wie wir jetzt am Wochenende zum Beispiel den schönen Tag, waren Sie zu Hause. Ich danke Ihnen dafür. Auch Dankbarkeit ist ganz, ganz wichtig, dass man auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dankt, dass sie eben einfach sich im Grunde ein bisschen mehr angstfrei benehmen, dass sie einfach nicht das Gefühl haben, also ich meine, was passiert, wenn du bist ja ein fröhlicher Mensch, aber wenn du jetzt einfach mal Sorgen hast und du gehst mit einem sorgenvollen Gesicht durch deine Biber durch, da sagt jeder, Gottes Willen, was passiert denn jetzt? Ja? Also es ist wichtig, dass wir wissen, der Gewinner der Krise sind wir Menschen. Und es ist die Motivation, das ist der Gewinner. Und es braucht Manager, die nicht nur an Zahlen rumdoktern, sondern Menschen, die mit Menschen etwas, ja, nach vorne bringen. Ja, technokratisch kommen wir sicher nicht weiter. Nee. Und wenn wir die Pandemien der Menschheitsgeschichte, soweit wir sie nachvollziehen können, anschauen, 1347, die erste ganz, ganz große Pestpandemie und Epidemie in Europa mit verheerenden Folgen, am Ende haben die Menschen sich weiterentwickelt. Und das gilt auch für alle anderen Pandemien in der Geschichte der Menschheit, dass es Veränderungen gab, nicht nur zum Positiven, ganz klar, aber ich würde mal sagen, überwiegend schon die Art und Weise der Technologisierung, die Schübe für die Medizin, die Schübe für die Naturwissenschaften, die Veränderungen auch im menschlichen Zusammenleben und wenn man so will, hängt das ja alles miteinander zusammen, dann die Zeit der Aufklärung, der Kampf für die Freiheitsrechte, für die Menschenrechte, für die Bürgerrechte, da bin ich ja auch sehr besorgt, dass jetzt im Zuge dieser schrecklichen Krise diese Errungenschaften eher gefährdet werden. Und ich hoffe, dass vor allem junge Menschen verstehen, wenn sie jetzt daheim sein müssen, wenn ihre Bewegungsfreiheit etwas eingeschränkt ist, wenn sie viele Dinge nicht so machen können wie sonst, dass sie Freiheit und die damit verbundenen Werte auch zu schätzen lernen. Mhm. Aus meiner Sicht ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, damit wir das, was wir gerade auf der Menschenrechtsseite, auf der Bürgerrechtsseite über die letzten, sagen wir mal, 200 Jahre uns, wir, die Menschen, erarbeitet haben und auch nach der Wiedervereinigung dieses Freiheitsstreben der Menschen, dass wir das auch weiter wertschätzen und für uns es jetzt erst richtig losgeht. Und auch wenn man nicht alle Details beantworten kann. Lieber Klaus, vielen herzlichen Dank für dieses wirklich schöne und auch mutige Gespräch. Ja, liebe Zuschauer, wir wissen schon, die Schaeffler stehen parat. Sie sagen, wenn die Krise, wenn die Hoffnung kommt, gehen die schon raus und tanzen wieder in München, so wie damals nach der Pest. Ja, und die meinen, vieles ist geschlossen, aber bitte sperren Sie Ihre Herzen auf und umarmen Sie im Grunde Ihren Arbeitsplatz, denn heute ist es wichtig, dass man Arbeitsplätze sichert und ich glaube, da hilft auch die Motivation. Vielen Dank und bleiben Sie gesund. Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die eben gesehene Sendung ist ein Business TV-Format in Kooperation mit der Lejeune Academy.